Mittwoch, 22.11.2017, 0.56 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Brandet unterstrich Schandl unterstrich dieser, US-Präsident Donald Trump unterstützt den republikanischen Kandidaten für die Senatswahl in Alabama, dem 70-jährigen Roy Moore werfen mehrere Frauen sexuelle Belästigung vor. Roy Moore streitet es ab, das ist alles, was ich sagen kann. Er streitet es ab, sagte Trump nun. Bezogen auf die Wahl in Alabama ergänzte er, wir brauchen da keinen liberalen Demokraten. Gegen Moore tritt der Demokrat Doug Jones an. Wir brauchen niemanden, der gegen Verbrechen so lasch vorgeht wie Jones, sagte Trump. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Outstream, IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Mitte unterstrich 1. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Frauen dem 70-jährigen Moore vorgeworfen, sie vor mehreren Jahren, teils Jahrzehnten belästigt zu haben. Darunter ist eine damals 14-jährige. Der Ex-Richter weist die Anschuldigungen kategorisch zurück. Moore kandidiert in Alabama um den Senatssitz, der durch den Wechsel von Jeff Sessions an die Spitze des Justizministeriums frei geworden ist. Die Wahl ist am 12. Dezember. Eine Reihe ranghoher US-Republikaner ist bereits sehr deutlich auf Distanz zu Moore gegangen und hat ihn aufgefordert, seine Kandidatur zurückzuziehen. Trumps Tochter Ivanka hatte gesagt, es gebe in der Hölle einen speziellen Platz für Männer, die Kinder als Beute betrachten. Sie habe keinen Grund, an den Aussagen der Frauen zu zweifeln. Moore selbst kritisierte diese Republikaner und bezeichnete sie als Teil des Establishment. Sein Lager sah Moore am Dienstag in einem Dreifrontenkrieg gegen Demokraten, Republikaner und Medien. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Mitte unterstrich 2, war Kriteo gleich Kriteo, Kriteo Events gleich Kriteo Events plus H, Function, Kriteo Displacceptable ADI Fahrt blockt, Zunight, 458539, Containerit, CRT 4183 FF44, Override Zone Fluor, False, Trump war vielfach dafür kritisiert worden, sich im Fall Moore bisher nicht klar positioniert zu haben. Bisher hatte sich nur Trumps Sprecherin Sarah Sanders in seinem Namen dazu geäußert und gesagt, den Bürgern in Alabama solle die Entscheidung überlassen werden, wen sie zu ihrem Senator wählen. Als umgekehrt